Tag 963. Herzlich willkommen zurück zu Mondblade Warband. Wo sind wir denn? Was haben wir denn? Was können wir denn? Was tun wir denn? Was ist es denn? Haben wir was auf I hier? Bisschen geldmäßig. Na, viel Geld haben wir leider nicht mehr. Nicht den Fuchs Karl, ne? 358 Mann Besatzung. Oh, so viele Gefangene, die würde ich gerne alle verkaufen, aber ich glaube nicht, dass ich in der Schenke jetzt endlich mal einen Lösegeldvermittler sehe. Bauer. Ne, ne, ein Bauer? Was gibt's denn? O Fürst, sicherlich seid ihr vom kriegsführenden Volke und jemand, der uns helfen könnte. Werdet ihr meiner Bitte lauschen. Was ist passiert, mein guter Mann? Eine Bande Briganten hat in unserem Dorf Zuflucht gesucht. Sie haben uns alles abgenommen und gezwungen, ihn zu dealen und haben allerlei schändliches Werk getrieben. Wenn einer von uns es auch nur wagt, aufzubegehren, so wird er auf der Stelle getötet. Unser Dasein ist unerträglich geworden. Ich habe mein Leben riskiert und bin davongelaufen, um Hilfe zu suchen. Warum geht ihr nicht zum Fürsten eures Dorfes? Er sollte sich der Banditen annehmen. Das habe ich getan, mein Herr, doch die Männer meines Fürsten ließen mich nicht zu ihm vor und sagten, er wäre mit wichtigerem Angelegenheit beschäftigt und dass wir uns selbst um unsere Probleme kümmern sollten. Bitte, mein Herr, ihr seid sicherlich ein Mensch von großer Tapferkeit und gewandt im Kriegshandwerk und in eurem Diensten stehen gewiss viele Freunde und Soldaten. Wenn uns jemand helfen kann, dann seid ihr es. Wohlan, ich werde euch helfen. Wo liegt dieses Dorf? Gott schütze euch, mein Herr. Unser Dorf ist normal. Ist nicht allzu weit von hier entfernt. Okay. Wir haben einen Auftrag. Normal. Da haben wir es. Oh, ist sogar ein Dorf von meinem Reich hier, du. Da kümmere ich mich doch drum. Ich habe ja genug Männer, ne? Ach, aber hallo, das packen wir. Die Banditen, die werden nichts zu lachen haben. Nio. Greift die Banditen an. Die Schnellreise, weil ich das öfter gefragt werde, geht übrigens mit der Steuerungstaste plus der Leertaste. So, Banditen, dann wollen wir mal. Vorwärts, Männer. Ich will keine Toten, vor allem keine toten Bauern. Das hier soll ein Sieg auf ganzer Linie werden. Und vorwärts. Vielleicht hatte ich ja sogar was getroffen, wer weiß. Einfach rein und draufhauen. Ey, nicht zuhauen, nicht zuhauen. Das macht man nicht. Verreck, verreck, du Arsch. Niemand stellt sich zwischen das Imperium und seinen Herren. Also lasst mich in mein Dorf und verschwindet. Ihr Kanaillen. Bams, wieder einer weg. Hier hinten haben wir nichts weiter, ne? Gut, okay, da würde ich denken, war es das. Die haben wir sauber niedergemetzelt. Oh, die Leichen liegen hier alle auf einem Haufen. Da kann man sofort die Fackel reinwerfen und alles verbrennen. Gute Arbeit, ich bin stolz auf euch. Ein toter Bauer. Damit kann ich leben. Ach, ihr braucht das dringender. Rekrutiert Freiwillige. Wir sind ja immer noch Banditen. Ne, 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 ne. Wow. Oh, die lassen mir ja nicht mal Zeit, mein Schild zu ziehen. So, Freund. Bam. Ich bin so gut, ich bin so gut. Jetzt aber. 9 Rekruten, das klingt doch schön. Ich habe auch Fürsten, die ganz schön mächtig sind, du. Das ist toll, das ist Knurke. Ah, ich hoffe ja immer noch ein bisschen, dass die Sultanaten mir den Krieg erklären werden. Aber das kann man doch, glaube ich, auch mal schnell nachgucken. 100% kann man es nie sagen. Keine Unbeglichenen, keine Unbeglichenen. Ah, gar keiner wird im Moment Krieg mit mir erklären, weil keine unbeglichene Rechnungen mit mir hat. Ich bin so ein guter Fürst.
Aber ich weiß, wie ich unbeglichene Rechnungen bekommen kann. Indem ich ein kleines Dorf ausraube, das wird denen nicht gefallen. Feindliche Handlung vornehmen. Zwingt die Bauern, euch Vorräte zu geben. Her damit. Nehmt die Vorräte. Die haben ja gar nichts. Toll. Aber wenn ich jetzt nachgucke, steht da noch immer keine unbeglichenen Rechnungen. Na toll. Aber wenn ich den Krieg erkläre, dann kriege ich wieder so viel Beliebtheit weg bei fast allen Fürsten. Haha, Königreich Nord hat einen Fürst verloren. Nene. Die haben noch so schön viel, die Sultanaten. Eigentlich geht's mir ja auch nur um Velucca. Aber wenn ich dann schon mal hier bin, kann ich mein Reich auch hier ausdehnen. Wo bin ich denn? Da hinten. Wisst ihr, was wir tun? Wir reiten hier hinter zu den Seeräubern. Ich habe jetzt Lust, bisschen Geld. Ich habe Geld. Okay, dann lassen wir das doch mit denen. Und reiten zu... Welche Stadt nehmen wir denn heute? Wir müssen noch viel in der Wüste abhaken, ne? Wir haben hier hinten haben wir eigentlich so ziemlich alles. In Reyvardin haben wir noch nichts. Die Stadt gehört ja jetzt zu uns. Dann reiten wir mal nach Reyvardin und kaufen uns da was ganz Tolles. Das wird langsam was mit meinem Wirtschaftsimperium. Wir haben nicht mehr viele Städte, wo wir noch was bauen können. Wir haben aber leider nach wie vor auch Städte, wo, soweit ich weiß, Verluste sind. Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet. Müsste man nochmal nachschauen. Aber jetzt reiten wir erstmal in Tusetown. Und halten Ausschau. Nein, du bist der Pferdehändler. Geh weg. Gildenmeister? Gildenmeister! Ich bin der Peter und ich will mit dir reden. Tag, Produktionsgewerber. Ganz zackig hier, du. Da hast du. So, wäsch hier. Obwohl, wenn wir schon mal da sind. Wo ist denn da? Marktplatz, Warenhändler, ein bisschen Nahrung wäre ja nicht... Ach, wir haben noch. Aber wenn ich schon mal hier bin. Reicht. So, jetzt gucke ich nämlich schnell nochmal nach. Wöchentliches Budget. In Suno haben wir jetzt Verluste. Und wo ist Velucca? In Velucca haben wir ein kleines Plus. Also Velucca, da können wir jetzt anscheinend doch ein Plus bekommen. Aber Suno nach wie vor... Aber ich glaube, wir hatten da doch schon mal was gebaut und das hatte Verlust gebracht. Auf jeden Fall reiten wir jetzt mal nach Suno. Ich will das geklärt haben. Aber zigge zagge. Kann ja nicht sein, dass ich da Verluste habe, ne? Muss ich halt was anderes bauen als Gewerbe. Hallo? Boah, Turnier, Leute, Turnier. Aber wir spazieren jetzt erstmal... Ah, nee, das war falsch. Wir müssen das ja erstmal uprisen. Ja, stimmt, wir hatten das schon mal gebaut und da gab es Verluste. Also war das jetzt eigentlich rausgeschmissenes Geld. Schönen Dank auch. Grrr. Naja, hinterher ist man immer schlauer. Da. 8200 haben wir wieder bekommen. Da reden wir doch mal mit dem Gildenmeister, was der für eine Idee hat, was wir hier gut verkaufen könnten. Wenn wir ihn finden. Hör auf hier rumzubellen, du Töle. Tag. Produktionsgewerbe. Was könnten wir denn? Öl. Wie sieht's mit Öl aus? Zerstören die Kosten nach Abzug der Arbeitskosten, schätze ich euren Profit auf 37. Nee. Was könnten wir denn noch machen? Wie sieht's aus mit... Nee. Ganz sicherlich. Wein können wir auch nicht machen. Eisengeräte. 111. Also Eisengeräte klingt schon mal ganz gut. Was haben wir denn... Hier. Nee, also Eisengeräte nach wie vor ist das Beste im Moment. Was war denn das jetzt? Das war irgendwas mit der Wolle, ne? Ach nee, eine Weberei.
und Färberei, um aus Seide und Färbstoffen Samt zu machen. Das ist genauso gut. Feed auf 3. Boah, das nehmen wir. Das nehmen wir. Da bin ich dabei. Und wehe, das bringt keine Gewinne ein, du. Dann gibt's Ärger. Eine Wette auf uns und ab dafür. Reitet nun! Reitet! Ah, verdammt. Das passiert, wenn ich mal mit angelegter Lanze reite. Ich kann mit angelegter Lanze einfach nicht umgehen. Tut mir leid. Voll an die Fleischnacken. Au. Das tut doch weh. Ne. Komm her, du roter Sack. Voll an die Stirn. Ey, den wollte ich. Ach ja, die gelben gehören ja zu mir. Na, ich tue einfach so, als wäre ich das gewesen. So, blitzschnell in die nächste Runde. Na, ich laufe mal mit zu euch rüber. Was fällt euch ein, meine Teamkameraden zu töten? Au! Ah, wieso kriege ich mein Schild nicht hoch? Was zur Hölle? Das war jetzt die mieseste, das mieseste Turnier, das ich jemals erlebt habe. Können wir uns darauf einigen, dass wir das niemals gesehen haben? Oh, hier Waldbanditen, da müssen wir doch helfen. Vorwärts, Menschenjäger. Wir stehen an eurer Seite und helfen. Mit unserer schönen Reiterstreitmacht. Oh, ich bin so stolz. Schweinebacken. Vorwärts. Nein, vorbei. Getroffen. Voll gekillt. Noch einer weg. Und das war's auch schon wieder. Uns kann niemand aufhalten. Vielen Dank für eure Hilfe her. Zerstampft diese Banditen. Haben wir gern gemacht. Haben wir gern gemacht. Nehmen wir mal mit die erste Reihe. Und jetzt können wir auch wieder schön befördern. Geld haben wir genug. Oh, 13 Ritter. Zack. Gut, okay. Dann reiten wir jetzt zurück nach Uxkal. Wieder mal einlagern. Ich bin eigentlich schon ganz zufrieden mit meiner Streitmacht da oben. Das können wir gleich nochmal befördern. Noch ein Ritter mehr. Noch ein Rodok-Scharfschütze mehr. Da haben wir jetzt schon 67 von. Ritter haben wir 167 Stück. Ach, ist das schön. Das ist so schön. Oh. Okay, wir schauen mal in der Schenke nach. Gibt es einen Löse... Oh, es ist... Mein Glück ist unfassbar. Nehmen. Ich brauche gar keine Gefangenen mehr nehmen. Ich verdiene so schon genug, wenn ich meine Stadt eine Weile in Ruhe lasse und dann immer mal vorbeigucke, wenn ein... Dingens-Typ da ist. Ein Lösegeldvermittler. Schenke. Ich werde reich damit. Ich werde reich. Einfach nur reich. Gib mir das. Das kann eine ganze Weile dauern, aber es bringt uns schön Profit ein. Wir haben schon fast die nächsten 10.000 wieder zusammen. Da können wir uns bald wieder eine neue Stadt suchen, wo wir was... was wollte ich da? Wo wir was bauen können. Und jetzt haben wir die 10.000 zusammen. Aber noch jede Menge Gefangene auf Vorrat. Hä? Schenke.
Wie jetzt? Ah, da hinten. Was machst du da hinten? Bleib mal an der Tür stehen. Ich hab doch nicht umsonst hier Haufen Leute, die ich verkaufen will. Die Garnison. Da haben wir noch 5 Seeräuber und ein paar Gebirgsbanditen. Jetzt steht er wieder hier. Yay. Boah, ich werd so reich damit. Ich werd so reich, Leute. Noch 2 Touren, dann haben wir es geschafft. Vorletzte. Schade, ich dachte, wir kommen vielleicht noch auf die 20.000, aber naja, gut. Nein. Nein. Ja. Ha. Süßes Geld. Was haben wir? Mustermarktplatz da. Haben wir denn schöne Waffen? 41. Oh, die ist besser als meine. Aber das Schwert behalte ich mal. Das kann ich bestimmt irgendeinem Vasallen unterjubeln. Werden sich doch darüber freuen. 58, mein macht aber 63. Rüstungshändler, was habe ich denn hier? 52. 38.000, heilige. Gott verflucht. Da fällt mir auch ein, was ich noch machen wollte. Normalerweise hatte ich ja gesagt, dass ich, wie soll ich die am besten nennen? Die Helden, sage ich mal, in meinem Trupp haben will. Aber diesen Lesalit, den hatte ich ja mal zu einem Fürsten gemacht. Jetzt hat er so einen blöden Wappenrock, weißt du? Wisst ihr? Ha! Und das finde ich irgendwie blöd, aber ich will den auch nicht als Fürst rumreiten lassen. Ich hätte den lieber als Minister. Wie mache ich denn das? Ich möchte einen... Das Verrat sagen, als Marschall, Minister. Wo haben wir ihn? Da. Das klingt doch gut, wenn ich einen Fürsten als... als Reichstyp hier habe. Da steht er auch schon in seiner Rüstung. Na? Mein Fürst, ihr seid euch wohl des Zwistes zwischen Fürst Harald und Fürst Nuwas gewahr, der die Einheit dieses Reiches gefährdet und eure Autorität untergräbt. Wenn ihr die Fürsten überzeugen könntet, sich zu vertragen, so würde dies eure eigene Position stärken. Allerdings geht ihr hierbei das Risiko ein, dass einer der Fürsten zu der Ansicht gelangt, ihr seid auf der Seite seines Rivalen. Lieber nicht. Ein Lehen will ich auch niemandem gewähren hier. Elite-Schwertkämpfer, Wandernder, Minnesänger. Brauche ich alles nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mal sehen, was wir dann machen. Macht's gut!